Wunderschönen guten Tag, liebe YouTuber. Hier ist wieder euer Peter Rockabilly. Ja, ich habe es mir heute ein bisschen zu Hause gemütlich gemacht, deswegen bin ich noch hier in meinem Schlafanzug. Zu Hause muss ich mich ja nicht großartig verkleiden. Ja, ich habe ja in einigen Videos gesagt, dass hier noch so Deko fehlt und Lampen fehlen und ich mache es mir gerade gemütlich in der Küche mit einer Tasse Kaffee und einer Kerze im Glas. Wir haben hier Zimtduft, auch wenn mir nicht nach Weihnachten ist. Mal so ein bisschen langsam versuchen, sich mal drauf einzustimmen. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich nicht gerne bei Kerzenschein sitze, aber wenn man doch mal Besuch bekommt, möchte man ja gerne auch Licht haben. Oben an der Decke fehlt ja in der Küche eine Lampe. Jetzt habe ich eine schöne gefunden aus den 50er, 60er Jahren. Die werde ich morgen Abend holen. Das sind ungefähr von mir zu Hause 40 Kilometer entfernt. Eigentlich hatte ich vorgehabt, so ein kleines Fahrvideo zu machen, entweder auf meiner Vespa oder im Zug oder eventuell will meine bessere Hälfte wieder mit dem Auto mit mir einen kleinen Ausflug machen. Aber das werde ich dann morgen alleine machen, weil so interessant ist das ja auch nicht. Weil das sieht man ja auch in vielen anderen Videos, wie die Leute was abholen. Und ich denke nicht, dass es so viele Menschen interessiert, wie einer im Zug sitzt und kilometerweit fährt oder mit dem Auto oder sonst irgendwas. Ich glaube eher lieber, dass man immer dann etwas zeigen kann den Menschen, was man geholt hat und dann wie es aussieht, wenn es angebracht ist und wie es aussieht, wenn es funktioniert. Ja, und des Weiteren habe ich noch Vorhänge gefunden, Blickdichte in Rot, auch aus der Zeit, für meine Küche hier. Hier fehlen ja welche, also für das große Fenster. Mal gucken, ob ich das hier so hinkriege mit der Kamera so ein bisschen. Ja. Ich drehe mich mal so ein bisschen mit. So. Da kommen dann welche dran. Ja. Die haben eine Länge von 1,80 Meter, von oben nach unten gerechnet. Und von links nach rechts gerechnet hat jeweils eine Gardine eine Breite von 1,20 Meter. Und da die Gardinenleiste nur 1,80 ist, sind die dann schön so zusammengeraffelt. Und sorgen doch mal ein bisschen dafür, dass es hier schön dann abends dunkel ist. Ja, die Lampe werde ich morgen holen. Dann werde ich sie die kommende Woche anbringen. Also wieder Loch bohren, Dübel rein, Haken rein. Dann die Kabel verbinden. Und dann werde ich ein Video machen und es dann demonstrieren, wie das aussieht. Genauso werde ich ein Video machen, wenn die neuen, neu gebrauchten Vorhänge hängen. Sind im guten Zustand, sind auch schon gewaschen von der Verkäuferin. Die Gardinen allerdings sind 330 Kilometer weit weg. Eine Tour oder 440, ich weiß es gar nicht mehr. Die kommen dann per Post. Könnte jetzt schon ein bisschen dauern. Beides für sehr, sehr wenig Geld und sehr, sehr kleines Geld bekommen. Also die Lampe für 30 Euro und die beiden Gardinen auch für 30 Euro. Aber sie sind immerhin original und aus einem tierfreien Nichtraucherhaushalt, genauso wie ich es mag. Ja, meine Wäsche hängt hier. Ich mache derzeit ein bisschen Haushalt, höre ein bisschen Musik, ein bisschen LP. Ja, dann danke fürs Einschalten. Bleibt mir gewogen treu, seid gespannt, wie es hier weitergeht. Liken, abonnieren nicht vergessen. Und alles andere, wie es mit den Schallplattenspieler weitergeht, der eine Hutschachtel verbaut ist, wo das Reibrad kaputt ist, das kommt alles nach und nach. Also ich habe ja hier eine Musiktruhe, ich habe im Wohnzimmer eine Musiktruhe. Beide sind ausgestattet mit einem Plattenspieler, also es ist jetzt nicht so. Und ich habe den Hutplattenspieler ja vorweg gereinigt und ja, von daher
ich möchte nicht alles auf einmal haben. Ich mache lieber alles ein bisschen langsamer und lasse mir ein bisschen Zeit. Weil, wenn mich jetzt einer fragen würde, Peter, wann bist du fertig? Dann würde ich sagen, wahrscheinlich nicht, weil man findet immer irgendwo kleine Accessoires, die eingefallen. Oder kleine Dekostücke oder. Man weiß es halt nicht. Ja, deswegen, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Auch wenn es hier etwas bisschen im Dunkeln ist mit einer Kerze, die ein bisschen ja, flimmert, sage ich mal, wackelt, was weiß ich, wie man das Wort nennt. Ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal in mein 50er, 60er Jahre Hobbyheimmuseum. Bleibt mir gewogen treu. Tschüss.